Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Monster Hunter Rise. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. So Leute, jetzt kann ich ja auch wieder reden. Unser heutiges Ziel, der Nagakuga. Und wie man sieht, habe ich mir auch ein bisschen was an Rüstung gegönnt. Ich habe mir zum Großteil die Rüstung vom Magnamalo gemacht. Den letzten Teil konnte ich nicht machen, weil ich von dem Nagakuga hier tatsächlich was brauche dafür. Ich habe auch seine Waffe, also die gute Waffe. Nicht die eine, die überhaupt kein Element drauf hat. Die habe ich mir nicht geholt. Auch mal hat sein Arm eine sehr hohe Abwehr. Da komme ich nicht durch mit meiner Schärfe. Da bräuchte ich Blau. Ich bin gewappnet. Muss ich gar nicht versuchen. Ich hau dir deine runter. Aua. Dasselbe denkt er sich auch. Ich mache auch richtig gut Schaden mit der Waffe. Also die ist richtig gut. Ich kann mich überhaupt nicht über die normale Waffe beschweren. Ich bin fast tot. Jetzt habe ich wieder diesen komischen Feuerstatus, wo ich explodieren kann. Schrei nicht. Oder spring nicht über mich drüber. Das hätte ich vielleicht eher sagen sollen. Aua. Wir haben uns gegenseitig gelähmt. Das ist fair. Ey, jetzt komm her! Natürlich treffe ich nicht. Ich weiß nicht, woran du dich kaputt gemacht hast, aber ich feier's. Im Übrigen für die Online-Questen, es hat sich noch ein vierter gefunden vor kurzem. Wir haben jetzt, falls ihr ihn noch von Gothic Phone oder Among Us kennt, den Dave jetzt auch mit dabei. Also wir sind jetzt ein Vierertrupp. Das war daneben. Der Treffen. Ich wollte nichts werfen. Ich wollte erste Hilfe schlucken. Hallo, hier wird nicht weggelaufen. Ich habe übrigens vergessen, Nebenquests anzunehmen. Also, abgesehen vom Monsterlegen habe ich nichts dabei. Ich habe unterwegs einen Feuerkäfer und eine Knallkröte eingesammelt. Die müssten jetzt eigentlich richtig gut schaden. Den Schlammgeber nehme ich mal mit. Der brennt so richtig schön. Hier, schluck das. Ab mit dem Ding. Nope.
Aua. Okay, ein Flügel ist gebrochen. So, beweg dich nicht. Anderer ist auch gebrochen. Jawohl. Ah nee, das Auge ist zerstört. Daneben gehüpft. Ja genau, hau da ruhig weiterhin. So, ab damit. Das Ding ist immer noch dran. Jetzt bin ich gespannt. Was hast du für Angriffe, die ich nutzen kann? Aha, den und den. Okay, an die Wand mit dir. Du darfst jetzt erstmal Kopfschmerzen haben. Zack, komm hier. Der ist auch ab. Jetzt schnippi darin rum. Der ist sogar hungrig. Zack. Er hat einen Reißzahn fallen lassen. Schön für ihn. Zum Glück muss er nahe kommen. Da kann ich wetzen mit dem feinen Käfer. Ich habe auch zur Not noch die Marionettenspinne gehabt. Also wenn ein anderes Vieh kommt, nutze ich das. Zack. Also die Pfaffe finde ich mega gut. Macht den doppelten Schaden von der davorigen. Wenn du jetzt schön stehen bleibst, dann dauert es nicht lang. Komm her. Ah, damit müsste ich mir die Rüstung jetzt komplett machen können. Ja, damit ist ja Nagakuga-Fratze, ne? Das ging schnell. Na gut, ich habe auch eine Explosionswaffe. Mit den Explosionswaffen ist man generell immer gut bedient. Und endlich. Endlich habe ich den letzten Teil der Rüstung hiermit. Jetzt habe ich die Rüstung auch endlich komplett. Boah, das ist so viel Verteidigung, die ich jetzt damit habe. So Leute, ihr habt es ja schon gerade eben gesehen, der Mizune ist jetzt dran. Erstmal gönne ich mir das, was da liegt. Och, hast mir eine Träne verlassen. Das ist aber lieb von dir. Das nehme ich als Bezahlung fürs Beschneiden eben. Ja, komm hier. Ich habe jetzt hier wieder dieses Déjà-vu vor mir. Oder besser gesagt, das Bild, wie Sven hier verzweifelt versucht hat, den umzubringen und daran wirklich fast zerbrochen ist. Das fand ich damals mega lustig, vor allen Dingen die Lanzenrunde. Ja, der einfach nur mit dem
mit der normalen Lanze die ganze Zeit in die Luft gepiekst, nicht mal auf den Mitsune drauf. Das ist unter uns sogar ein Running Gag zurzeit. Eigentlich müsste Sven unbedingt den Mitsune nochmal machen, einfach um damit abzuschließen. Vor allem Ding, nachdem wir bei der Demo aufgenommen hatten, hatte ich halt den Mitsune nochmal allein bekämpft. Und das sogar mit dem Gewehr, ganz allein. Und ich habe den einfach im Alleingang fertig gemacht. Au! Hallo? Was schmeißt du dich so weit weg? Ja, damit. Schaum! Endlich, jetzt habe ich meinen Schaum für mein Schaumbad. So, ab damit. Dann hat der Kopf weg. Soll mir auch recht sein. Zack. Schön, dass man nicht so gut treffen kann. Der Schweif müsste jetzt eigentlich fast ab sein. Auch eine Möglichkeit auszuweichen. Nix da. So, komm hier. Er kann ja so schön rumrutschen dank seiner Blasen. So, was kann ich mit dir Schönes anstellen? Eine Seifenblase und ein bisschen nach vorne schlagen. Okay, in die Wand mit dir. Warum hat er jetzt den letzten Schlag nicht gemacht? Ich bin tot. Ich bin in der Luft getötet worden. Bei mir. Ich brauch dringend mal die Ohrstöpsel. Ich wollte auch nicht drauf springen. Ja, ich hatte keine Seilkäfer zum Ausweichen. Ein Megatriangle, dann hat sich das aber auch wieder. So, ab das Ding. Du solltest da reingucken. Falschen Viecher haben reingeguckt. Guck erst her. Danke. Ich hab den Schweif. Au, meine Ohren. Irgendwann bin ich taub von euch. Irgendwann. Diese Blasen, die kann man aber auch einfach mit jedem Angriff zerstören. Ich muss einen Reiniger benutzen, weil ich rutsche schon. Nope. Auf den Rücken.
Aua. Ich müsste mal wetzen. Also, Vivi, guck mal kurz bedeppert in die Gegend. Danke. So, jetzt kann ich auf dich drauf. Schön ist, er hat für mich mal eine Nebenquest gemacht. Ich musste nebenbei noch kleine Monster erledigen und das hat der einfach für mich gemacht. Sehr nett von ihm. Der hat hier, glaube ich, auch irgendwo was fallen gelassen. Ja, da. Nein, nicht wetzen. Ich wollte heilen, verdammt nochmal. Ist schon doof, wenn man nicht auf dem richtigen Item ist, ne? Ich wollte mich heilen und hatte den Wetzstein noch ausgerüstet. Das war ein Fehler meinerseits. Mann, ich stehe schon einen Kilometer von dir weg. Hol mich halt in der Luft. Jetzt schon fangbereit. Ich habe aber keine Beruhigungsbomben mitgenommen. So. Erstmal deine Blubberblasen kaputt gemacht. Das kleine Kind darf seine Blubberblasen nicht haben. Falls ihr euch übrigens fragt, was ist das Fragezeichen wie, das ist der Zinokre. Den haben wir beim nächsten Mal vor uns. Zack! Irgendwas wurde ihnen gebrochen, ich weiß nicht mal was. Wahrscheinlich die Klauen. Er ist tot und ich schnetze noch weiter. Auf jeden Fall, das war's für heute. Wir haben einen Mitsune gejagt. Der liegt jetzt tot auf dem Boden. Ich habe eine Explosivrüstung. Also das Feuer da oben, das ist jetzt nicht, ich explodiere gleich, sondern das macht meine Explosion stärker. Seht ihr? Sonst wäre ich jetzt explodiert. Ich versuche jetzt am Stück, also wirklich viel zu den Offline-Questen zu machen. Beziehungsweise schnell aufzunehmen, damit ich auch relativ früh zu den Offline-Questen komme. Also es kann sein, dass mehr von den Episoden an einem Tag aufgenommen wurden. Das ist alles, was ich sagen würde. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!